Hallo Freunde der virtuellen Realität im Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück zu Winter in Stappenbach. Der Folge Nummer 4 oder 5, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls irgendeiner neuen Folge halt. Es wird vielleicht oder vermutlich die letzte sein, mal schauen. Ja, vielleicht gibt es aber auch noch eine weitere, mal gucken wie weit wir heute kommen. Womit fangen wir denn an? Ja, vieles ist passiert, selbst mein Kontostand hat sich ein bisschen verbessert. Ich war einiges im Wald und habe viel Holz gemacht. Davon kommt einiges an Geld. Ich habe auch schon mal 3 Kühe verkauft, die hier meine Kuhproduktion produziert hat. Das hat auch ein bisschen Geld gebracht, allerdings nicht allzu viel. Und ja, gut, das mit dem Eiche kaufen, das war in der letzten Episode drin. Ja genau, ich habe noch einen Hackschnitzel-Häcksler ausgeliehen, den kleinen. Habe damit ein bisschen Hackschnitzel gehäckselt und den dann wieder zurückgegeben. Das hat auch noch ein bisschen mehr Kohle verdient. Ja, fangen wir mal mit diesen Kühen hier an. Wie ihr seht, wir haben hier die Statistiken. Wir haben 16 Mutterrinde im Moment da drin. Ich habe noch mal ein paar dazu gekauft. Und eine 5000 Liter Wasser, 33.000 Liter Kartoffeln, Stroh, und ne, das Gras, Heu, Silage, Mischfutterzeugs und Silofutter. Wir haben uns das ein bisschen angepasst, ne? Also, falls ihr euch wundert, dass die Werte ein bisschen anders sind als bei euch auf der Stappenbach. Ich habe mir das mal durchgerechnet, ne? Habe das mal ein paar Stunden hier laufen lassen und mal geschaut, wie viel das dann tatsächlich 24 Stunden verbraucht, ne? Also einmal am Tag. Und ja, der Verbrauch war dann doch ein bisschen hoch. Ne? Ich habe mal rausgerechnet, dass ich am Ende pro Kuh ungefähr 3.500 Euro Ausgaben habe und nur 1.440 Euro reinkriege, also sich das bei weitem nicht lohnt. Ne? Wir spielen ja mit 24 Tage pro Saison und nachdem sich die Stappenbach-Zucht in der Produktion nicht an die Tage der Saison anpasst, da passen dann halt die Werte eben nicht mehr, wenn man mit so vielen Tagen pro Saison spielt, weil man dann einfach, das wird alles ja wesentlich weniger wert, weil sich alles viel weiter rauszieht. Ne? Also mit 24 Tage pro Saison, 24 mal 4, sind dann schon einige Tage, ne, bis man das nächste Mal wieder ernten kann. Von daher haben wir uns, beziehungsweise habe ich mir die Werte ein bisschen angepasst. Ihr seht das, wir haben, erstmal habe ich die Prozentwerte, ne, bis wo es voll ist, ein bisschen angepasst, weil ich dachte, ne, dass man da viel zu viel reinkippen kann. Und weil ich ja öfter füttern möchte, öfter füttern will, so rum. Na halt realistisch jeden Tag füttern und nicht nur einmal die Woche oder sowas. Und ich habe natürlich auch den Verbrauch ungefähr gedrittelt und dann nochmal ein bisschen angepasst, dass sie ein bisschen weniger Kartoffeln und Getreide fressen, dafür ein bisschen mehr Heu und Stroh verbrauchen, dass das nochmal ein bisschen in realistischere, meiner Meinung nach realistischere Werte geht, wenn man eben mit Seasons auf 24 Tage pro Saison spielt. Ich hoffe mal, dass es jetzt passt, dass wir jetzt tatsächlich Profit machen können mit den Kühen. Aber das wird sich dann natürlich erst noch zeigen und herausstellen, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber wir machen jetzt heute als allererstes mal was und ne, welchen Schlepper nehmen wir denn? Wir haben hier den 631, wir haben hier den 611. Na, Leute fragen immer mal wieder in den Kommentaren, was denn, warum ich 2 gleiche Schlepper habe oder 3 gleiche. Na, ihr seht, das ist der 611er X, der ist ein bisschen kleiner, ne, der hat hinten auch ein kleineres Getriebe, der ist insgesamt ein bisschen niedriger. Und das hier ist der 631er, der ist ein bisschen größer, ne, wenn man die so nebeneinander anguckt, sieht man es auch. Es tut sich natürlich nicht viel, da ist im Grunde wirklich nur das Getriebe und der hat natürlich auch noch ein bisschen kleinere Reifen. Aber wenn wir heute mal den 611er, ne, den nutzen wir so selten, der hat wohl auch schon 21 Betriebsstunden drauf. Der war ja unser erster Schlepper hier, ne? Wir hatten den 611 zuerst und den 631 dann erst gekauft. So, jetzt. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Händler und bringen den Viehwagen zurück. Der Viehwagen ist ja ausgeliehen, ne? Und das wird ein bisschen teuer, wenn wir den auf Dauer ausleihen. Ich dachte mir ja, ich weiß nicht, ich glaube in einem von den Videos habe ich gesagt, ne? Ich habe mir den Viehanhänger hier ausgeliehen und habe gedacht, wunderbar, damit kaufe ich mir die Viecher und dann bringe ich den wieder zurück. Habe aber nicht bedacht, dass ich hier eine Zucht habe und regelmäßig Viecher zum Verkauf fahren muss. Von daher brauche ich schon den eigenen Viehanhänger und na, dafür ist er ein bisschen zu teuer. Ne? Ihr seht den Kontostand oben, wir sind jetzt nicht so ganz so reich und so, auch glaube Allrad, dass wir hier rauskommen. Ja, na wie gesagt, wir sind nicht ganz so reich im Moment und deswegen müssen wir einen billigen Viehtransporter kaufen. Ich habe aber was gefunden, zum Glück. Und das werden wir uns jetzt holen. Und wie gesagt, na, den bringen wir erstmal zurück zum Händler. Und ich denke mal, dann gehen wir nochmal eine Runde in den Wald mit der Seilwinde. Na, ich habe mir eine Seilwinde gekauft, weil eine Seilwinde braucht man einfach. Und die kostet nicht viel. Und nachdem ich halt so einen schönen großen Wald habe, und na, ist auch schon reichlich zum Einsatz gekommen. Da haben wir immer wieder Probleme, dass es mit der Seilwinde Lags gibt. Das ist nach wie vor noch so. Manchmal funktioniert, manchmal gibt es Lags. Aber wenn ich alleine auf dem Server bin, dann ist es kein Problem. Wenn andere Leute auf dem Server sind, dann funktioniert es manchmal. Und manchmal gibt es Lags. Von daher, keine Ahnung. Aber ne, wir nutzen dann halt die Seilwinde, so wie es gerade geht. Und wenn es gerade nicht geht, dann nicht. Deswegen habe ich mir
gestern auch den Holzhäcksler ausgeliehen, weil ich dann einfach Meterstücke gesägt habe und die dann mit dem Frontlader und von Hand rausgetragen habe aus dem Wald, weil ich eben dann mit der Seilwinde nichts machen konnte, weil Blacky und Basti waren auch auf dem Server und es hat ziemlich geleckt, als ich gestern mit der Seilwinde unterwegs war. Na, das Merkwürdige ist, als ich einen Tag vorher mit der Seilwinde unterwegs war, mit dem Basti zusammen auf dem Server hier, da hat es überhaupt nicht geleckt. Also das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Wir wissen nach wie vor nicht, woran es liegt. Ich hoffe mal, dass im Frühling, wenn der Schnee weg ist, es deutlich besser wird. Wir haben die Reifenspuren mal ausgeschalten. Ich dachte, dann ist es besser geworden mit den Lecks. Dann kam Blacky und hat gemeint, es ist nicht besser geworden, hat es wieder eingeschalten. Und das kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Ich weiß es nicht. Ne, aber Multiplayer im LS, das ist halt einfach, wenn man mit vielen Mods spielt. Irgendwann wird alles so durcheinander, dass man nicht mehr so genau weiß, was jetzt woher kommt und wann und wie. Und ich denke mal, dass der MP-Manager dadurch, dass er in so viele Sachen eingreift, halt doch generell ein bisschen mehr MP-Performance braucht. Ich weiß es nicht. Müsst mir den vielleicht mal ein bisschen genauer angucken, dass ich wüsste, wovon ich rede, bevor ich hier große Töne spuck. Aber ich nehme mal an, dass der generell ein bisschen mehr Performance braucht. Ne? Und der Seasons Mod ist ja auch dafür bekannt, dass er ein bisschen mehr Performance braucht, gerade hier der Schnee und so. Und ich denke mal, wir kommen dann halt einfach ein bisschen so an die Grenzen, was möglich ist. Und dann fängt es an zu laggen. Ne? Das kann sein, dass vielleicht gar kein bestimmter Bug in irgendeinem Mod drin ist. Na, anfangs waren wir sehr, sehr sicher, dass da ein bestimmter Bug drin ist. Na, Blacky war sich sehr sicher, dass es an der Seilwinde liegt. Ne? Weil man im Grunde damit das Laggen wirklich an- und ausschalten konnte. Aber nachdem es mittlerweile auch nicht mehr immer passiert, wenn man die Seilwinde verwendet. Und es dafür anderweitig manchmal geleckt hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wo fahre ich eigentlich hin? Leute, warum sagt ihr mir nichts? Ich war schon wieder voll im Wald und dachte an den Wald und bin zum Wald rausgefahren anstatt zum Händler. Na wunderbar. Und keiner sagt mir was. Na, wobei ihr wahrscheinlich schon an den Bildschirm geschrien habt. Weiß ich nicht, höre ich ja nicht. Na gut, dann drehen wir eben wieder um. Ups, wir waren ja noch im vierten Gang. So. Ja. Worüber sollen wir sonst noch reden? Weiß es gar nicht. Ich dachte eigentlich, ne, ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich mit denen überhaupt anfangen soll, ne, oder ob die nicht ein bisschen... Ich weiß es nicht, ne? Die Stappenbach-Serie war ja schon so ein bisschen, schon die erste, ne, die Erntestress in Stappenbach, war ja schon so ein bisschen eine Serie, in der ich mehr in so ein paar Probleme mit YouTube und solche Sachen eingegangen bin, ein bisschen... So vor mich hingemeckert habe, aber ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer beibehalten möchte. Oder ob ich nicht dann doch eher mal was Positives heute erzählen soll. Vielleicht reden wir auch gar nicht über irgendwas. Ne? Vielleicht spielen wir einfach nur und reden über das Spiel. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ne, was euch am liebsten ist, was ihr am liebsten hört. Oder ob die Mischung zwischen allem dann na, doch das ist, was ihr wollt. Keine Ahnung. Aber wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen von YouTube, ne? Und vom Erfolg, den der Kanal hat und dass es eben ne, über 3000 Abonnenten und doch sehr viele Videoaufrufe ja, ne, das ist ja alles, ne, das ist ja nicht bin ja nicht ich, ne, ich mache ja hier nur die Videos, aber letzten Endes, wenn ihr die Videos nicht gucken würdet, dann ne, wäre das alles nicht und dann würde ich vermutlich auch weitaus weniger Videos machen, wenn die weitaus weniger Leute gucken würden. Das ist schon, die Kommentare unter den Videos und so, ihr seid immer sehr, sehr positiv. Das motiviert dann schon zum Weitermachen. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ne, was ihr hören wollt und so weiter. Es ist ja letzten Endes, wie gesagt, es ist zwar mein YouTube-Kanal und meine Videos und irgendwie mache ich ja dann doch schon, was ich will, aber letzten Endes versuche ich natürlich auch das zu machen, was euch gefällt und was euch Spaß macht und da ist ja mehr oder weniger unser Kanal. Ich glaube, so kann man es am besten hinstellen. Da ist nicht mein Kanal, ist nicht euer Kanal, ist unser Kanal. Ne? Ohne mich wäre der Kanal ein bisschen schwierig, wobei nur das, was ich mache, hier sitzen, ein bisschen spielen und dazu labern, ne, das kann eigentlich so ziemlich jeder. Ohne euch wäre der Kanal natürlich auch relativ langweilig, ne? Weil dann wird es keiner gucken, von daher ist dann schon eigentlich unser Kanal, kann man doch so sagen. So, zurückgeben. Ah, okay, ich bin nicht als Admin eingeloggt. Da muss ich jetzt eben die Aufnahme beenden und mich kurz als Admin einloggen, sonst seht ihr das Admin-Passwort. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und jetzt kann ich das Ding hoffentlich, jawohl, zurückgeben.
Und jetzt schauen wir uns mal an unseren neuen Viehtransporter. Und zwar habe ich hier eine schöne alte gammelige Kiste. Und die kaufen wir einfach mal. So. Das ist jetzt meins. Und ihr seht, der ist schon ein bisschen runtergekommen. Der ist ein bisschen gammelig, der ist ein bisschen rostig, der ist ein bisschen dreckig. Aber ich glaube, das ist genau richtig für unsere Zwecke. Also unsere Gammelkiste. Ups, der Salat, da hat noch hier so einen blauen Streifen dran. Na gut, macht nichts. Falls ihr das nicht erkennt, das ist jetzt das Teil, das es auf ModHub gibt. Der heißt irgendwie, ach, hier hinten ist auch noch ein Dings drauf. Na, da seht ihr, der heißt Brunneur oder irgendwie, keine Ahnung, glaub, wir müssen nochmal reingucken. Brunneau, keine Ahnung, Französisch. Den habe ich einfach ein bisschen gammelig geskinnt. Na, weil ich eben auf meinen Hof passt dann doch eher ein gammeliger Tiertransporter. Zumindest vorerst, na, bis wir ein bisschen mehr Geld haben. Anstatt sowas richtig ordentlich Neues, Modernes. Hab ich mir gedacht. So. Und vielleicht bringen wir dann auch gleich mal zwei Tierchen weg, na, die wir in unserer Zucht wieder haben. Ich habe übrigens auch mal ausprobiert, na, was hier die Tierzucht ausspuckt, ist Rind. Und was die normale Standard Milchwirtschaft verwendet, ist Kuh. Das sind also zwei verschiedene Filltypen. Das heißt, ich kann das Rind, was das mir ausspuckt, nicht an den Blackie zum Beispiel verkaufen. Der kann das nicht bei sich in der Milch, im Milchbetrieb verwenden. Und es ist auch was anderes als das Mutterrind. Das heißt, ich kann es auch nicht wieder selber in meine eigene Farm quasi einspeisen. Das heißt, was ich produziere, kann ich nur verkaufen. Habe ich keine andere Möglichkeit damit. Und umso wichtiger ist natürlich, dass wir diesen Anhänger jetzt haben und damit die Viecher verkaufen können. Das waren jetzt natürlich wieder erstmal 4.500 Euro oder sowas. Das müssen wir erst wieder reinkriegen mit den Tieren. Also im Moment bin ich schon, stecke ich sehr viel in den Ausgaben und die Einkünfte sind noch sehr schwer erkämpft. Ach ja, was ich auch gemacht habe. Ich habe 35.000 Liter Gerste einem Basti verkauft. Der braucht das für seine Schweine. Und habe dann von Blackie, glaube ich, 36 oder 35.000 Liter, also 35 Kubik. Wenn ich Liter sage, dann kriege ich immer eins auf den Deckel von ein paar Leuten hier auf dem Server. Die wollen lieber, dass man Kubik sagt. 35 Kubik Kartoffeln gekauft für meine Kühe. Deswegen sind jetzt auch da so viele Kartoffeln drin. Aber da ist im Grunde das ganze Geld, was ich für den Weizen, für die Gerste bekommen habe, wieder draufgegangen. Deswegen haben wir dann doch relativ wenig Geld im Moment auf dem Server. Beziehungsweise auf dem Server haben wir viel Geld, ich habe wenig. Na, wenn man sich mal im Blackie seinen Kontostand anguckt, der hat ja gut investiert in große Maschinen und ganz ordentlich Holzhackschnitzel gemacht, das hat sich schon gelohnt. So, jetzt laden wir doch tatsächlich mal die zwei Kühe auf, die wir in Produktion haben. Und ich stelle gerade fest, dass ich noch das Fenster auf habe. Ich wundere mich schon, warum es so eiskalt ist. Leute. Ja, heute ist auch schon wieder so ein Tag. Aber ich habe gedacht, ne, ich habe ein bisschen Bock auf Stappenbach, ich habe ein bisschen Bock auf Aufnehmen. Eigentlich könnte ich ja auch Lostberg machen, da wäre auch wieder dran, dass ich Lostberg aufnehme. Aber ich habe ein bisschen mehr Bock gehabt auf Stappenbach, nachdem ich gestern hier noch im Kuhstall die Daten verändert habe für die Kühe. Und dieses Anhängerchen hier umgepfuscht habe. Es ist ja wirklich totaler Pfusch, ich habe es einfach nur ein bisschen braun angemalt. Das war's dann schon. Aber ich finde, das ist wunderbar als Übergangslösung, bis wir genug Geld haben, um uns einen richtigen Joskin oder sowas zu kaufen. So, wo ist denn hier der Kuhtrigger? Irgendwo hier? Ne, der war hier weiter vorne, glaube ich. So, stopp. Wir können ja auch mal hier aufklappen, dieses Teil. War hier nicht der Kuhtrigger irgendwo? Oder geht das nur, wenn das Teil aufgeklappt ist? Das wäre mal interessant. Nein? Ich meine, der war hier irgendwo, der Trigger. Na, fahren wir jetzt mal rückwärts und drücken die R-Taste ganz oft. Wie gesagt, ich war mir sicher, dass der Trigger hier ist. Wir hatten doch nicht gestern beim Umbauen was verbockt haben. Komisch. Vielleicht war der Trigger doch auf der anderen Seite, aber ich war mir eigentlich. Eigentlich dachte ich, der wäre auf der Seite gewesen. Schauen wir mal.
Hier geht auch nichts. Komisch. Wie gesagt, eigentlich war ich mir gestern noch sicher. Ich habe die Tiere doch erst hier aufgeladen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Es ist blöd, dass ich den Anhänger schon zurückgegeben habe. Jetzt weiß ich nie, ob der Anhänger liegt. Dass der hier nicht geht. Oder ob es vielleicht im Stall liegt, dass ich da drin rumgebastelt habe. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Wir können jetzt mal zum Viehhändler fahren und mal schauen, ob der Anhänger da funktioniert. Ansonsten weiß ich auch nicht so recht, ne? Ah, der Anhänger ist ja vom Mod, aber ich habe nur die Textur geändert, also eigentlich. Eigentlich sollte da jetzt nicht irgendwie was schiefgelaufen sein, aber ne, man kann ja nie wissen. Bei mir alles nicht und bei mir sowieso nicht. Aber jetzt machen wir mal das Fenster zu, wenigstens, ne, sonst wird es so arg kalt. Ich gucke nur so ungern durch die LS-Fenster raus. Ne? Ist immer so ein bisschen blau und dreckig und bäh, aber es ist ja in echt auch nicht anders. Na, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr von Silbersuchung das neueste Video angeguckt, mit wo er im Schnee unterwegs ist. Ne, ich glaube, das Video hieß Schneechaos in Norddeutschland oder sowas. Wenn man da mal anguckt, in Mitte vom Video, wo er schon eine Weile Schnee, Schnee geschoben hat, wie dreckig da die Fenster waren. Na, ist dann schon heftig. Aber ne, das ist in echt, ist ja so. Vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, wie groß die Fensterfläche an der Kiste ist, und dann hat es hier vorne einen so einen kleinen Scheibenwischer. Na, hat ja auch einen deutschen, zwar ein bisschen anders, aber so ähnlich. Hinten einen kleinen Scheibenwischer. Und die ganzen anderen Fensterflächen, da sind alle ohne Scheibenwischer, werden aber genauso dreckig. Das heißt, im Großen und Ganzen sieht man dann kaum mehr raus, wenn der Fahrzeug entsprechend dreckig ist. Außer eben zu diesem kleinen Ding. Ne? Und wenn man jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal ICR mache, habe ich hier so einen Mauszeiger. Ne? Der Scheibenwischer, der wischt ja hier nur so. Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, wie der hier rund wischt, na, dieser ganze Bereich hier unten, direkt vom Flapper, sieht man dann gar nicht. Dann sieht man nur noch wirklich nach da vorne raus. Also, das ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, ihr, wo vielleicht mit solchen Schleppern echt unterwegs seid und so, euch ist es natürlich bewusst und klar und nichts Neues. Aber ich habe mich da gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Was ist eigentlich, wenn die Scheibe dreckig ist, ne? Wie sieht man dann da noch raus von innen? Aber man sieht da echt nicht viel, ne? Wenn man zum Beispiel mit einem Auto vergleicht, ein modernes Auto, oder generell ein Auto, ne? Ein Auto aus derselben Zeit wie der Deutz hier, wenn da der Scheibenwischer an ist, dann macht das doch den allergrößten Teil der Frontscheibe sauber, so wie die angelegt sind, ne? Und die Seitenscheiben werden eh vom Fahrtwind sauber, und hinten hat man ja auch nochmal einen Scheibenwischer. So, hier geht der Anhänger. Ich könnte mir jetzt, ach, ich bin doof. Ich weiß, warum es nicht geht. Ich habe vergessen, die... Oh nein, ich bin so doof. Ich habe vergessen, die Tiere reinzufügen. Ich habe es extra noch gesagt. Auch hier ist es einfach. Man kann ja schön die Tiere reinmachen, die man für die Stappen... Oh nein. Ja, ne, das seht ihr mal. Ich habe es gerade noch gesagt, ne. Man weiß ja nie, wenn man es mit mir zu tun hat, was alles schief geht. Ja, wunderbar. Damit haben wir schon mal die erste Viertelstunde der Episode total verplempert mit, Blödsinn. Ja, na, aber das seht ihr mal. So ist das, wenn man ein Mods rumbastelt. Oder zumindest so ist das, wenn ich ein Mods rumbastel. Vielleicht geht bei euch ja immer alles auf Anhieb und ihr vergesst nichts, ich weiß es nicht. Aber bei mir ist das öfter so. Aber dass ich jetzt so lange gebraucht habe, bis ich drauf gekommen bin, woran es liegt, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Na gut, ja. Das heißt, ich muss den Mod nochmal ein bisschen anpassen. Kann jetzt keine Tiere kaufen oder verkaufen. Ist auch nicht so wild. Wir wollten eigentlich sowieso im Wald. Aber jetzt haben wir schon so viel Zeit damit verplempert. Aber immerhin haben wir den 6.11 mal wieder gefahren. Ich habe so viel Schlepper. Ich habe im letzten Video, glaube ich, war es letzte oder vorletzte, auch einen Kommentar bekommen. Warum hast du so viel Schlepper? Haben ist besser als brauchen. Ich brauche so viel Schlepper nicht. Definitiv, da habt ihr schon recht. Ich könnte die Hälfte davon verkaufen und trotzdem noch wirtschaften. Ich kann immer bloß einfahren. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe da so ein bisschen Sammelleidenschaft. Und dann möchte ich auch nicht immer mit dem gleichen fahren. Und
Deswegen habe ich alte Flapper. Und wenn ich einen neuen Flapper habe, dann kann ich mir nicht 4, 5 davon leisten. Aber wenn ich alte Flapper habe, dann kann ich einige davon haben. Und wenn dann einer kaputt geht, dann nehme ich halt den nächsten währenddessen. Und na, für den gleichen Preis, was ein neuer Fendvario kostet oder so, kann ich 3, 4, 5 Deutz haben. Und finde ich wesentlich angenehmer, dann die Auswahl zu haben. Und jeder hat seine Vor- und Nachteile, als ne, dann auf einen Flapper fixiert zu sein. Und na, wir haben ja einen neuen Flapper, wir haben den neuen Deutz. Und ich denke mal, ich weiß es nicht, ob er wirklich wegkommt. Ich war, ihr seht, da steht er, ich war mit dem im Wald gestern und er macht schon Spaß, das Ding zu fahren. Und er gefällt mir und ich weiß nicht, irgendwie hat er was. Und daher kann sein, dass wir ihn vielleicht doch behalten. Aber ja, vermutlich verkaufen wir, weil wir brauchen ihn eigentlich nicht. Und er ist ein bisschen zu modern für meinen Hof. Und es ist viel Kapital, was hier drin steckt, was anderweitig besser verwenden könnten. Ich glaube 55.000 oder so würde ich für den kriegen, wenn ich ihn verkaufen würde. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Jawohl, so. Ja, na, wie gesagt, ich glaube 50.000 oder so würde ich dafür kriegen. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Ja, das wird sich lohnen, wenn wir das verkaufen und anderweitig investieren. Entweder dann tatsächlich in Kühe, dass wir Kühe kaufen oder dass wir nochmal Kartoffeln von Blacky kaufen. Na, wir brauchen ein bisschen Vorrat. Oder, ach, keine Ahnung, na, wir könnten auch andere Maschinen, aber eigentlich brauchen wir keine Maschinen im Moment. Und theoretisch brauchen wir nicht unbedingt einen stufenlosen Schlepper, da ist es ein totaler Luxus hier, dieses Fahrzeug. Es ist echt praktisch, gerade im Wald war es wirklich cool mit dem stufenlosen Gerät. Und dann muss ich den ja bloß mal von außen angucken, der macht sich echt schön mit der Seilwinde und allem. Und ne, ich finde den auch schön, ich finde die Form von den neuen Deutz schön. Ne? Ich finde die Form von den neuen Akrodrom mit ihrer spitzigen, kantigen Schnauze und so, ich mag das total. Ich weiß es nicht jedermanns, es gibt viele, die finden die absolut schrecklich. Aber mir gefallen die. Aber wir brauchen ihn nicht unbedingt, ne? Und wir können uns ja immer mal wieder einen kaufen, wenn es dann mit dem Hof finanziell besser geht. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Soll ich das Teil verkaufen oder soll ich es behalten? Ich mache am Ende wahrscheinlich sowieso, was ich will. Aber wäre mal interessant, ein paar Sachen von euch zu hören. Ne? Stappenbach-Spielstand ist ja sehr vom Stream inspiriert gewesen. Ne? Wir haben ja früher immer Livestream gemacht auf der Stappenbach. Was ich übrigens auch mal wieder machen möchte. Ich finde nur nicht so recht den Absprung, das ist jetzt schon so lange her und irgendwie, dann ist man mal ein bisschen draußen aus dem Stream und dann muss man erstmal wieder reinfinden und denkt man dann immer, ach nee, heute ist nicht gut und ach nee, jetzt mache ich ein Video und ach nee, jetzt, keine Ahnung, habe ich Bock einfach mal so zu spielen und nicht so viel zu reden und na, ich weiß nicht, warte quasi immer auf wo ich mir dann denke, oh ja, ist heute ein idealer Tag, aber es ist letzten Endes nie ein idealer Tag, war ja früher auch so, ich habe manchmal echt gestreamt, wo ich richtig schlechte Laune habe, ne, und ihr habt mir dann sofort gute Laune gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat mit dem Stream. Von daher, ich denke mal, ich muss mal wieder streamen. Das vermisse ich auch ein bisschen. Von daher, ja, sage ich ständig von daher. Ich habe wieder so ein paar Angewohnheiten. Ne? Ich habe so ein paar Worte und ein paar Sachen, die ich ständig sage. Und wenn ich mir dann die Videos angucke, die ich aufgenommen habe, ich gucke mir immer noch mal alles an, bevor ich es veröffentliche, dass ich auch ja kein Blödsinn veröffentliche. Na, dann kommt schon manchmal ein bisschen Blödsinn mit raus. Von daher, es ist eine interessante Art der Selbstreflexion, wenn man Videos macht. Dann sieht man, was man denn so alles sagt. Und da habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass ich zu viel von daher sage. Und generell sage ich auch viel zu viel so und so weiter. Und dann, wenn ich meine Lost Park Let's Plays mache und das aus mehreren Videos zusammenschneide, ne? Nach jeder Zeitrafferaufnahme, so, da wären wir wieder. Und dann nach der nächsten, so, da sind wir wieder. Und so, da wären wir wieder. Möchte ich auch ein bisschen in den Griff kriegen, aber irgendwie, na, wenn man es einmal gewohnt ist, kommt man da nicht mehr ganz so leicht raus. So, jetzt weiß ich nicht, wir haben 14 Minuten aufgenommen. Ich glaube, die ersten beiden Aufnahmen waren, keine Ahnung, 7, 8 Minuten. Wir haben also noch ein bisschen. Ne? Wir machen noch ein bisschen und kriegen wenigstens noch ein paar Stämme rausgeholt. Ja, ich hatte gerade einen Gedanken und jetzt ist er weg. Na, hier auf dem Feldberg, da waren wir noch nicht. Da sieht man noch, liegt überall der Schnee. Ach, es ist was Herrliches mit dem Schnee. Wir haben auch gerade echt draußen wieder, ne? Es hat heute Nacht hat es geschneit und gestern Nacht hat es geschneit. Heute ist allerdings sehr warm, ne? Es taut schon überall und die haben so viel Salz auf die Straßen gestreut, ne? Dass heute Morgen schon die Straßen alle getaut waren. Aber ein bisschen schade. Aber ne? Sonst haben wir wieder eine weiße Schneedecke. Aber wir hatten ja vor gut einer Woche oder so hatten wir Schnee und dann waren ja die eiskalten Tage. Ne? Wir hatten ja über eine Woche minus gerade, auch tagsüber komplett minus. Ich glaube, das Warmste, was wir hatten, war minus 6 oder minus 7. Ne? Meistens war es aber kälter. Ja, tagsüber und nachts sowieso dann
Ne, und ich glaube, die kälteste Nacht, die wir hatten, war minus 17 oder minus 18 Grad. Ich weiß, bei einigen war es noch deutlich heftiger, aber das ist an sich schon sehr heftig. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. Hier kommen wir gerade nicht so wirklich den Berg hoch. Ist auch ein bisschen arg steil für den Schlepper. Aber eigentlich wissen wir auch gar nicht da hoch. Ich wollte eigentlich hier am Waldrand ein paar Bäume rausziehen. Dachte nur, ich fahre mal rein und guck mir das mal an, aber dann lassen wir den erstmal hier stehen und machen uns zu Fuß auf den Weg und fällen ein paar Bäume. Und naja, dann holen wir den Schlepper und ziehen ein paar Bäume raus. Na, wir fällen ja hier das Totholz, ne, die abgestorbenen Bäume hier, wo die Borkenkäfer und so drin waren. Ne, da sieht man hier zum Beispiel ein, da fällt die ganze Rinde schon weg. Das Zeug fällen wir aus dem Wald hier raus. Ja, ich versuche die immer so zu fällen, dass wir in die Richtung der Seilwinde ziehen können. Ich weiß nicht, ob man das in echt auch so macht. Ich glaube schon, dass man das dicke Ende zieht, nicht das dünne Ende, sonst würde die Kette runterrutschen. So, ich stehe natürlich hier ein bisschen doof, weil das bestimmt runterrollt. Aber zum Glück sind wir hier im Aless. In echt müsste ich jetzt ganz schnell wegspringen. Was natürlich nicht so ideal ist. So. Ja. Richtig, beim Wetter waren wir. Ja, genau. Und wir hatten ja davor Schnee und dann war es ja so kalt. Das heißt, der Schnee ist nicht verschwunden. Ne? Wir hatten überall Schnee und Eis. Aber ne, im Laufe der Zeit, wenn so eiskalt ist, ne, dann komprimiert sich der Schnee und verschwindet auch ein bisschen. Und ne, wir hatten ja keine komplett weiße, geschlossene Schneedecke mehr, ne, von so schönen, feinen Puderzuckerschnee, sondern es war halt eher alles weiß und gefroren. Ne. Von daher ist es doch nochmal ganz schön gewesen, jetzt hier wieder ein bisschen Schnee. Ich mag das immer, wenn das so ein frischer Schneedecke ist, alles zugedeckt. Keine Ahnung, hat was. Ich finde das schön, dass wir das im LS jetzt auch haben können mit dem Seasons Mod. So, ja, irgendwie ist der besonders stur, der Baum hier, was diese kleinen Ästchen hier angeht. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Das ist natürlich die Frage, ah ne, da ist noch einer, ist die Frage, wie lange wir den machen. Ich habe die Stämme jetzt immer zwischen 7 und 8 Meter gemacht. Blackie sein Rungenwagen, ich habe mir gestern von Blackie was fahren lassen, hat er für 10% vom Gewinn fährt er mir die Stämme. Blackie sein Rungenwagen frisst nur 4 Meter, das heißt, wir könnten höchstens 5 Meter machen oder allerhöchstens 6 Meter lang. Ich probiere mal aus, ne? wie lang machen wir das hier? Wir könnten hier 5,5 Meter machen vielleicht. Machen wir mal ein bisschen kürzere. Na, dann kann der Blackie nochmal fahren. Oder wir selber holen uns einen Rungenwagen, mal schauen. Na, aber der große Stehpaar mit Kran, der ist ein bisschen arg teuer. Müsste man uns eher so einen kleinen Rungenwagen oder sowas besorgen. Weiß es nicht. Na, die sind ja auch teuer, aber ich glaube für ein paar tausend Euro könnte man tatsächlich einen kaufen. Ob sich das lohnt, ne, wenn der Blackie für 10% tatsächlich mir die Stämme fährt, ist das vielleicht das bessere Geschäft. Aber wir gehen mal auf die andere Seite. Dann kann ich nämlich die Säge winkeln und das hier schon gerade absägen. Auch wenn das jetzt natürlich nicht so ideal ist, weil da genau der Baum hier runterrollt. Ja, und jetzt schauen wir mal, kriegen wir nochmal einen 5 Meter Baum raus. Jawohl, kriegen wir, wunderbar. Ja, und dann machen wir die Bäume jetzt hier mal ein bisschen kürzer, dann kann der Blackie die fahren. Oder wenn wir die selber im Frontlader aufladen. Geht schon mal alles nach ganz da unten, wunderbar. Aber okay. Ja, ich weiß es nicht. Nein, echt, wenn man hier so am Berg fällt, fällt man ja kaum in die Richtung. Man fällt entweder bergauf oder bergab. Ich weiß nicht, fällt man bergauf oder fällt man eher bergab? Ich hätte es fast gesagt bergab, weil, na, dann kann man hier bergauf stehen und ist nicht im Weg. Und wenn man bergauf fällt, kann der Baum immer runterrutschen auf einen drauf. Und na, das sieht man mal, wenig ist von der Waldarbeit weiß. Wir waren zwar früher öfter im Wald, aber ja, ne, wir haben immer Polder gemacht oder Schlag. Das heißt, ne, das Zeug, oh nein, nicht schon wieder. Och, herrlich. Ja. Das Zeug war schon umgesägt und in dem Schlag liegt dann ja alles drin im Wald. Man muss dann halt rausräumen und in dem Polder ist ja dann alles schon rausgeräumt. Von daher, das haben wir früher immer gemacht. Deshalb bin ich mir da nicht ganz so nicht ganz so sicher, wie man das mit den Fällen korrekt macht. So, hoffentlich fällt der schön um. Jawohl. Oh nein, der haut gleich ab. Aber wir haben hier schon einen arg steilen Wald. Ich bin mal gespannt, wie wir das hier idealerweise rauskriegen. Ja, das wird spannend, das Ding hier mit der Winde zu bearbeiten. So, vielleicht vom Winkel her. Jetzt müssen wir mal schauen. 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5,5 Meter ungefähr. Da machen wir ab. Müssen wir mal schauen, wie wir die am besten rauskriegen.
5,5 Meter. Ich sehe auch, ne, die Episode wird schon wieder zu Ende hier gleich. Wir machen wahrscheinlich wieder ein bisschen Überlänge, ich hoffe, das ist okay. Und ich habe noch keinen von den Themen angeschnitten, das heißt, wir machen heute in der Episode mal keine Themen. Kommt vielleicht noch eine extra Episode dazu, oder ich weiß auch nicht, eigentlich ist es eigentlich so. Da schneiden wir noch das Ende ab. Sehr schön. Ich glaube, wir schnappen uns jetzt mal die Seilwinde und ziehen zumindest mal das, was hier so liegt, in die Richtung raus. Und hier ist ja nicht meine Wiese, da möchte ich nach Möglichkeit nicht allzu viel drüber ziehen. Da drüben ist meine Wiese, da kann ich es reinziehen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ich stelle den Schlepper am besten mal hier so auf, würde ich mal sagen. So vielleicht. Und so, machen wir die Winde runter. B. Und dann versuchen wir mal was, ne? Wie das mit den Winden hier funktioniert. Ist natürlich immer schön, wenn die Bäume schon dicht beieinander liegen, dann kann man mehrere zusammenwinden. Das haben wir jetzt hier nicht den Fall. Wobei wir versuchen könnten, was passiert, wenn wir das hier als erstes anhängen. Und den da hier zu dem Baum hier ziehen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der rollt einfach nur runter. Wir werden es gleich sehen. Jupp, der rollt einfach nur davon. Ich weiß auch nicht, kann man hier irgendwie da festmachen vielleicht? An dem ganzen Baum? Ne, kann man nicht. Aber die beiden könnten wir jetzt zusammen rausziehen. Man könnte... Moment mal, wenn wir jetzt den hier lose machen und dann die hier zusammenketten und dann ziehen, dann müsste es die doch eigentlich irgendwie gerade ziehen, oder? Oder auch nicht? Oh, war ja. Na, wunderbar. Halt, hier geblieben. Ah, aber jetzt ziehen wir dann doch ein bisschen über die Wiese drüber. Nicht so ideal. Stopp. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir da ganz über diese Wiese ziehen. Ich denke mal, trotz Schneedecke, wenn man da so einen Baumstamm drüber zieht, macht das doch ziemliche Spuren rein. Das ist nicht ganz so ideal. Also ein bisschen schwierig hier am Hang, wie wir das sonst machen sollen. Aber man merkt auch, ich habe keine Ahnung vom Seilwinden. Wie gesagt, wir haben früher Schlag und Polder gemacht und ne, ich meine mit 20 und 40 PS Eicher in den Wald gefahren und unsere beste Waffe quasi war der Frontlader. Da hat man dann die Meterstücke draufgelegt, ich habe ja schon mal erzählt, und dann auf den Anhänger geladen und ansonsten war es halt Handarbeit. Da ist weit von Seilwinden und Bäume fällen und sowas entfernt, ne? Oh, war ja. Oh nö, das haut hier echt in alle Richtungen ab. Na, ihr merkt vielleicht, es ruckelt tatsächlich ein bisschen. Obwohl ich jetzt alleine auf dem Server bin, ich weiß auch nicht. Na, das seht ihr, es ruckelt immer so ein bisschen. Komische Sache. Na, manchmal macht es das, manchmal nicht. So Lecks macht es auch, na, wenn andere drauf sind. Nur, dass dann eben alles hängt, ne, in diese Ruckler. Ne? Also auch die Fahrphysik und alles. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir die Bäume am besten hin tun, ne, weil hier alles so schräg ist. Wir könnten natürlich mal Moment, wir müssen hier ein bisschen nach oben machen. Wir könnten natürlich mal da nach unten ziehen, die Bäume wirklich da unten ablegen. Aber wir könnten sie auch einfach nur hier hinlegen. Im Grunde würde das ja reichen, wenn wir sie hier hinlegen, ne? Ja doch, das muss reichen. Die legen wir einfach hier hin. So. Ist natürlich die Frage, wie wir jetzt die anderen Bäume idealerweise rauskriegen. Ich werde es mal doch versuchen, ein bisschen nach oben zu ziehen. Indem ich den Schlepper hier reinfahre und vielleicht hier zwischendurch ziehe. Jawohl. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir hier rausziehen. Da können wir zumindest jetzt den hier wunderbar ziehen. Dann müssen wir den da hier auch noch umziehen. Das wird auch noch spannend. Aber jetzt hole ich erstmal den da hier raus, glaube ich. Ich glaube, das ist... ja, das ist das dickere Ende. Ziehen wir erstmal den da raus und dann können wir uns um die da oben liegen. Es war nicht ganz so effizient, aber ne, wir haben es auch nicht ganz so eilig. Oh, wei, das war knapp.
Ah, ja, da geht es wieder ganz nach da unten, aber diesmal sind wir wenigstens nicht auf der Wiese, wenn wir das schön hier so hochziehen. Ja, ich weiß, man sollte eigentlich nicht hier in der Nähe vom Seil stehen. Aber gut, wir sind ja zum Glück im LS und nicht in echt, sonst würde ich im Wald wahrscheinlich nicht allzu lang unverletzt überleben, so wie ich mich hier benehme. Aber na, ich habe halt auch wirklich relativ wenig Ahnung von der Waldarbeit, wie man sieht. Vielleicht, na, wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die ihr mir erklären müsst, aufklären müsst, auch rein damit in die Kommentare. Na, wie gesagt, ich lese immer sehr gerne, was ihr so zu sagen habt. Und immer ganz interessant. Wir haben hier doch ein bisschen zu dicht angezogen. Ja, wir müssen hier nochmal kurz lose machen. So. Na, sonst rutscht der hier nicht wirklich, der Baum. Und wir wollen ja genau, dass der hier schön in die Rille reinrutscht. So, wie machen wir jetzt das am besten? Das Problem ist, dass man hier nicht einfach umschalten kann zwischen Frontlader und Winde. Muss man immer mit G durchwechseln und durchwählen und gucken, wo es eigentlich ist. Na, ich dachte immer, dass man so eine Polterwinde auch für den Zweck hier verwenden kann, aber na, dann haben mir Leute gesagt, dass man dafür die Winde nicht verwendet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nicht instabil gebaut, das Teil. Aber ich meine, so Riesenstämme will ich jetzt vielleicht dann auch nicht damit rumziehen. Keine Ahnung. Ja. Kommentare. Ist halt wesentlich praktischer, als wenn man dann erst auf den Frontlader umschalten muss und dann mit dem Frontlader die Sachen rumschieben. Jetzt parken wir uns mal. Ich würde sagen, wir versuchen, dass wir hier so weit drauf kommen, wie es nur geht. Und dann stellen wir uns vielleicht hier hin. Ne, hier sind wir ganz doof. Hier kommen wir dann irgendwo hin. Wir müssen den Baum da unten hochziehen, der hier in dem Laubbaum drin hängt. Ist natürlich die Frage, wie wir jetzt hier wieder wegkommen. Gar nicht. Na gut, dann nochmal runter, nochmal mit Anlauf. So, und jetzt mit Anlauf. Jawohl, mit Anlauf geht das schon deutlich besser. So, da ist ein Zaun, da darf ich nicht drauf fahren. Wir stellen uns jetzt mal. Stellen uns jetzt mal. Tut mir leid, dass hier die ganzen Bäume in der Kamera sind. Wir stellen uns mal genau hier hin an den Baum. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt nicht diesen hier weggezogen bekommen. Dass wir den hier aus dem Baum rausgezogen kriegen. Ich weiß es nicht. Ob wir jetzt hier unseren Flapper hier wegziehen oder ob der Baum kommt. Er scheint doch den Baum zu ziehen. Oh nein. Wir ziehen den Flapper. Ich lasse mal die Winde hier noch weiter ab. Und dann versuchen wir es nochmal. Nope. Sieht hauptsächlich den Flapper und ich glaube nicht mehr den Baum. Jawohl, der ist jetzt auch hier irgendwo gegen, genau, der ist jetzt hier gegen gegangen. Ja, dann versuchen wir mal, ob wir vielleicht die beiden hier raufziehen können. Ich glaube, wir muten dem Arm deutlich viel zu. Halt, das war zu weit. Halt, hier geblieben. Wow. Halt, stopp. Ja, nicht ganz einfach, an so einem Steilhang Waldarbeit zu machen irgendwie.
aber ich weiß echt noch nicht, wie wir den Stamm da jetzt hier rauskriegen. Bin mal gespannt. Aber jetzt schaffen wir erstmal noch dieses Gerät hier nach oben. Jawohl, der rutscht hier sehr schön vorbei. Hoffentlich. Ah nein, der geht genau auf den Baum hier zu. Ah doch, er kommt gerade dran vorbei. Wunderbar. Wenn wir dann den hier oben haben, dann müssen wir noch den da hier mit hochnehmen. Können wir eigentlich auch gleich noch ein Stück hier mitnehmen. So, vielleicht. Halt, nein, nicht schon wieder. Warum macht das zurzeit immer? Normalerweise macht das nicht. Dass es hier zu weit zieht. Ich glaube, es lag gerade ein bisschen und dann. Ja, dann geht es ein Stückchen weiter, auch wenn ich die Taste noch losgelassen habe. Schauen wir hier mal. Natürlich stecken wir es hier fest und kommen gar nicht raus. War eigentlich auch klar, ne? Vor allem ist es dann auch so ein Problem, wie kommen wir hier weg? Wir müssen eigentlich in die Richtung raus hier. Oh weia. Das ist ganz schön steil den Berg runter. Dass wenn wir jetzt hier auf die Bremse treten, rutschen wir trotzdem runter. Skifahren. Mit dem Schlepper. Aber nochmal schöne Stämme auf jeden Fall. Na, ich finde das schön, wenn wir die jetzt tatsächlich alle hier auf einen Haufen legen. Kann man danach schön einfach aufladen. So, stopp. Und alles abhängen. Halt. Kann man den nicht da drauf schieben vielleicht? Ne, ich glaube, das wird nichts. Da fahren wir uns nur fest. Wir schieben die einfach alle so beieinander, dicht beieinander hin. Und wenn dann hier keine mehr hinpassen, dann holen wir einfach mal einen nächsten Stapel daneben. Aber die Folge ist definitiv Überlänge und ich denke mal, wir müssen an dieser Stelle die Folge noch beenden. Das ist natürlich die Frage, dann mache ich nochmal eine Folge oder lasse ich es gut sein? Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 5 Folgen angekommen. Ich dachte, so 4, 5 Folgen. Echt ist auch genug. Ne? Wir haben jetzt genug gemacht. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Vielleicht kommen wir ja nochmal zu einem Livestream im Wald machen oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber ich denke mal, ne, dass es tatsächlich die Serie beendet ist. Ich guck mal, ne? Vielleicht kommt noch eine Bonusfolge hinterher, mal schauen. Aber offiziell ist die Serie, ne, die kurze Stappenbach-Winterserie hiermit beendet. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ne? Schreibt irgendwas in die Kommentare. Aber ne, was mich interessieren würde, erstmal Winter als Polterschild verwenden und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles heute in der Folge gesagt habe, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Aber vielleicht wisst ihr es ja noch. Und ja, generell, ne, da das die letzte quasi offizielle Folge von der Winter in Stappenbach-Serie, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Serie gehalten habt. Was ich nächstes Mal, passt wunderbar mit der Synchronisation, weil wir eh beenden. Was ich nächstes Mal, ne, wir machen ja wieder eine Kurzserie auf der Stappenbach. Ich denke mal, das, oder weiß ich nicht, ob wir es machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wiedersehen wollt, ne? Irgendwie Frühling in Stappenbach oder Säen in Stappenbach oder ne, ich weiß, was auch immer als nächste große Arbeit ansteht. Ob ihr da nochmal sowas sehen wollt und vor allem, ne, was euch an der Serie jetzt gefallen hat und was euch nicht gefallen hat, was vielleicht bei der ersten Version der Serie in Antistress und Stappenbach besser war, was schlechter war. Schreibt einfach mal so ein bisschen was in die Kommentare, ne, Ideen, Verbesserungen, Vorschläge und so weiter. Was ihr generell so davon haltet, ne, dass ihr ein bisschen weiß, wie wir die nächste Serie gestalten. Und wenn ihr sagt, wir wollen das nicht sehen, Stappenbach, macht da lieber nur noch Livestreams von und na, dann schreibt halt das in die Kommentare. Ne? Also, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr auch immer in die Kommentare schreiben wollt. Aber es sind so ein paar Sachen, die mich interessieren würden. Dann, ja, würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.